Dreiländereck, wir sind da. Basel auf der einen Seite, Offenburg und Freiburg auf der anderen Seite. Wir wollen aber nach Mülheim, nicht Mülheim, Mülheim. Mülheim im Markgräfler Land. So heißt die Region hier und natürlich die Stadt. Mülheim hat natürlich nichts mit Müll zu tun, sondern mit dem alemannischen Wort für Mühle. Und das Lustige ist, die Kelten waren hier, die Römer waren hier, alle Markgrafen und Fürsten waren hier, die Schweden waren hier und haben sich alle immer auf den Kopf gehauen. Eins ist aber geblieben, der Wein da oben auf dem Hang. Zwei Kilometer später, also aus Mülheim raus, ist Hügelheim. Da gibt es eine Winzergenossenschaft, 60 Jahre alt. Und die sind die besten Gutedelproduzenten hier. Da muss man probieren. Hallo Thomas, wir haben telefoniert und du hast gesagt, den besten Gutedel kriegen wir hier. Also wollen wir das natürlich ausprobieren. Wo macht ihr den? Hier? Produziert wird er hier. Hier wird er ausgebaut in den Tanks etc. Und oben im Rehberg, da wächst er. Wie weit ist das von hier? Also ca. 800 Meter. Laufbar? Selbstverständlich. Dann laufen wir. Gut. Natürlich alles voller Wein, Wein, Wein. Das ist ja unsere erste Winzergenossenschaft, die wir hier sehen auf unserer Reise. Wie viele Winzer sind dabei oder wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das organisiert? Die Winzer haben sich zusammengeschlossen, damit sie eben eine starke Gemeinschaft sind. Wir haben 50 Mitglieder, haben ca. 75 Hektar Rebe hier im Anbau. Die Winzer bringen uns die Traube, wir verarbeiten die, wir vermarkten die Trauben und dementsprechend bekommen dann die Winzer eben ihr Geld. Markgräflerland zwischen Freiburg und Basel eben. Wir haben hier ca. 3000 Hektar Rebe und 1000 Hektar davon ist mit Gutedel bestockt. Wow. Deswegen, also ein Drittel sind Gutedel und somit sind wir so, klar, die Hauptsorte ist Gutedel. Die Leute, die Kundschaft, die haben sich ja so gut informiert über den Wein. Sie machen Reise, sie können die anderen Weinregionen, das Internet. Die Leute sind alle sehr, sehr gebildet in Richtung Wein. Und da muss einfach Qualität bringen. Hat sich das verändert? Was hat sich verändert? Zum Gut. Wie viele Leute arbeiten auf 75 Hektar, dass das alles hier bearbeitet, geerntet, renaturiert, alles Mögliche gemacht werden kann? Sabol, wenn jemand von der Rebe leben möchte, bei uns hier im Markgräflerland, dann braucht er ungefähr 10 Hektar Rebe. Und also mit seiner Familie. Und die Familie heißt ja Mann, Frau und oft auch die Kinder helfen mit. Also gut kommt man mit 3-4 Personen pro Familie hin. Auf 10 Hektar? Auf 10 Hektar. Okay, Thomas, wir haben deinen Kellermeister mit dabei. Du bist der? Martin. Martin. Ich bin erschrocken. Erschrocken. Also positiv erschrocken, weil so viel Größe. Ja? Okay. So ein Fass, wie passt denn hier rein? Also hier haben wir die größten Tanks, passen 60.000 Liter rein. Und wir haben aber auch ganz kleine, bis zu 800 Liter für unsere Spezialitäten. Da wir ja viel Gutedel haben, brauchen wir auch viel Platz. Und gerade so große Tanks, da passt vor allen Dingen Gutedel rein. Das ist unsere Hauptsorte. Ja. Wenn ich erinnere mich immer an so einen Film aus den 80ern, Adriano Celentano, der gezähmte Widerspenstige. Das Treten des Weins um die Wette mit der Maschine war es, glaube ich. Wenn ich 60.000 Liter Wein habe, wie viel Wein an sich muss ich denn überhaupt pressen, um so viel dann wirklich an Flüssigkeit rauszukriegen? Bei 60.000 Liter brauchen wir um die 80.000, 90.000 Kilo. Wie bist du zu so einem Job gekommen? War das immer so dein Traum, zu sagen, hier Weine und Herrsche? So ungefähr. Jein, sag ich mal. Also ich komme von einem Weinhof. Meine Eltern haben schon Rebberge gehabt. Und ich war der Jüngste von 5 Kindern. Leider war dann für mich nichts mehr da. So musste ich auswärts gehen und bin halt hier in der Genossenschaft gelandet. Aber
Trockene Weine ist schön, trocken soll es bei uns nicht sein. Lass uns doch einmal probieren. Ich habe dir jetzt einfach mal einen Schassler gebracht. Schassler, die internationale Bezeichnung für Gutedel. Und bei uns im Haus wird der Schassler eben der Selektionswein gemacht. Sprich, wir haben hier ausgedünnte Anlage, alte Rebe. Und der Wein war auch länger auf der Hefe wie der normale Gutedel. Bitte sehr, Stefan. Simone. Eben jetzt hier, wie gesagt, der Gutedel. Der schmeckt ja ganz anders. Sehr füllig, da er eben länger auf der Hefe war und weil es halt ein Selektionswein war. Schmeckt ganz anders als ein normaler Gutedel. Also als ein Gutedel, den ich jetzt gerade so... Intensiver. Ja, das.